Tagsüber schlafen, nachts schuften. 3,5 Millionen Menschen in Deutschland arbeiten regelmäßig gegen ihren Biorhythmus. Manche freiwillig, manche nicht. Nachtdienst muss ich darauf einlassen. Die körperliche Belastung ist nicht zu unterschätzen. Ist ruhiger ein bisschen. Sie alle sorgen dafür, dass sich die Welt am nächsten Tag weiterdreht. Und betreiben dabei Raubbau am Körper. Nachts um 12 Uhr nimmt eine Störung. Wer rückt aus? Wir. Wir sind immer da. Rund um die Uhr sind wir da. Doch Nachtarbeit hat nicht nur Schattenseiten. Nachtschicht für mich persönlich, das ist Nonplusultra. Weil vom Menschtyp bin ich so mehr die Eule. Ich werde erst nachts aktiv. Berliner Westhafen Containerterminal. Hier wird rund um die Uhr im Schichtbetrieb gearbeitet. Es ist kurz vor 22 Uhr. Für Peter Mehtke und seine Kollegen beginnt jetzt die Nachtschicht auf dem 17.000 Quadratmeter großen Gelände. Bis um 6 Uhr am nächsten Morgen wird sie dauern. Also ich schlafe nicht vor oder ich ruhe mich vielleicht ein bisschen aus mal, wenn mal ein bisschen Zeit ist. Und dann ansonsten, wir haben ja eigentlich so viel zu tun, dass man eigentlich nicht zum Schlafen kommt hier oder dass man hier nicht einschlafen würde oder so. Also man hat hier immer was zu tun, auch die ganze Nacht lang. Mir macht es nichts aus, ich habe auch keine Familie, meine Frau und ich sind alleine, keine Kinder. Ob ich es auch im hohen Alter noch so machen möchte, weiß ich nicht, aber das ist ja noch ein bisschen hin. Zunächst muss Peter Mehtke den Kollegen der Spätschicht ablösen. Ja, alles klar? Ja, alles schick. Was steht an? Spätschicht, ja? Oh, war ruhig. War ruhig, ja, gewesen, ja. Und Zug ist gerade ein. Ne? Zug ist drin. Okay. Für den Zug hast du Platz. Für Zug ist Platz, ja. Genau, nur von der LKW schickt die am besten nach hinten. Ah, ist klar. Hm, gut. Und Termine, wa? Alles, wa? Und alle Termine, ja. Zeig mal, hm? Okay. Und was hier drauf? Raus, oh. Raus geht? Ja. Heute Abend entspannt, nicht so viel. War noch im Leerdepot was? Achso, Leerdepot, wenn da nur Einzeltürme stehen sollten, dann noch okay. Abbauen. Ne? Ansonsten feuerfrei. Okay, machen wir. Gut, alles klar, ich wünsche dir einen schönen Feierabend, Emil. Ich wünsche dir was. Gut, schönes doll. Wochenende noch, ne? Den werden wir haben. Bis nächste Woche, wa? Tschüss. Ciao. Peter Mehtkes Job besteht darin, Hochseecontainer umzuschlagen. Diese hier kommen vom Hamburger Hafen. Ein solcher Zug hat bis zu 55 Container geladen. Gesamtgewicht rund 2.400 Tonnen brutto. Der Zug ist jetzt gerade reingefahren ins Terminal und der Zug wird jetzt entladen erstmal. Die Container werden in die freien Felder gestellt. Wir haben hier ein Dreischichtsystem. Wir arbeiten früh, spät, Nacht. Übers Wochenende in der Regel nicht. Ich bin da mal ein bisschen zwiespalten. Ich sag mal, fünf oder manchmal auch sechs Nachtschichten hintereinander sind immer ein bisschen langwierig. Aber ansonsten mache ich schon lieber Nachtschicht, ja, weil dann ist nicht so viel Betrieb hier im ganzen Hafen und so und ist ruhiger ein bisschen. Peter Mehtkes startet heute Nacht in der Containerbrücke. Sie hat eine Tragfähigkeit von bis zu 45 Tonnen. Höhe seines Arbeitsplatzes 17 Meter. Mit seinem Kollegen, der die zweite Containerbrücke des Terminals bedient, muss er immer in Verbindung bleiben, damit sich die beiden Kräne nicht in die Quere kommen. Rudi? Immer noch da? Ich leg jetzt los. Na dann, viel Erfolg. Dir auch. Die 20 und 40 Fuß Container aus Hamburg sollen im Terminal zwischengelagert werden. Also dieses Ding nennt sich erstmal im Fachlichen jetzt Spreader. Spreader funktioniert so, dass ich jetzt den auf 40 Fuß jetzt quasi ausgefahren habe, auf den 40 Fuß Container. Und jetzt habe ich an allen vier Eckpunkten Aufnahmestellen für diesen Spreader. Und setze den dort drauf an. Und jetzt kann ich den anheben und der fällt auch nicht mehr ab. Kann nicht abfallen, ist alles sicher dran und ja, jetzt kann ich den, quasi den Container jetzt mit dem Kran verfahren in das Feld, wo ich den jetzt abstelle. Rund
Rund 50 Kilometer südlich von Berlin liegt das Tropical Islands, eines der größten Indoor-Freizeitressorts Europas. Für seine jährlich 1,2 Millionen Besucher hat die Anlage 24 Stunden am Tag geöffnet. Von den rund 600 Mitarbeitern arbeiten 100 in der Nacht. Einer von ihnen ist Valeri Zorin. Na, Fred, alles klar? Alles schick? Alles schick. Und du bist auch gut gelaunt. Sehr schön. Nachtschicht für mich persönlich, das ist Nonplusultra, weil vom Menschtyp bin ich so mehr die Eule. Ich werde erst nachts aktiv und es ist für mich zugeschnitten. Und als die Stelle hieß, dass es hauptsächlich wird im Nachtdienst gearbeitet, habe ich die Stelle sehr gern angenommen. Es ist 23 Uhr. Am Südseebereich der 66.000 Quadratmeter großen Halle beginnt Valeri Zorin seinen Rundgang. Als Chef vom Dienst sorgt er für die Verkehrssicherheit der Anlage. Dazu gehört auch die Kontrolle der Beleuchtung. Verkehrssicherungspflichtige Sache, und zwar der Zugang zu der Lodge. Man muss sich feststellen, dass eine Wegleuchte außer Betrieb ist. Wird einfach mal weitergemeldet und zeitnah wird das dann repariert. Ja? Wäre das jetzt viel zu dunkel, dann müsste ich den Bereich sperren oder sofort handeln. Dafür haben wir auch Techniker in der Nachtschicht. Dann hätte das die Aufgabe für mich erledigt und dann wäre wieder alles dann hergestellt. Die meisten der fast 1000 Übernachtungsgäste schlafen jetzt. In der Halle wird deshalb das Licht gedimmt. Meine Schicht besteht überwiegend aus der Nachtschichten. Dann entwickelt man schon gewisse Gespür, gewisse Auge, gewisse Blick für Sachen, wo ein normaler Mensch vielleicht bei dieser Lichtverhältnisse wird jetzt nicht sehen. Aber mehr fällt schon auf jeden Fall. Ja. Auf seinen Kontrollgängen schaut der Chef vom Dienst genau hin. Auch Kleinigkeiten entgehen seinem wachsamen Auge nicht. Erstmal Müll einzusammeln, das ist für mich Selbstverständlichkeit. Als Gastgeber gehört sich, dass die Stätte auch sauber ist. Und da ist man sich nicht zu fein, für unseren Becher oder Zettelchen zu bücken. Mehr oder weniger Selbstverständlichkeit. Aber natürlich auch gehört zur Aufgabe, mal nach Ordnung zu schauen. Wenn es jetzt gröbere Verstöße feststellen müsste, dann wird Klinikabteilung informiert und wird auch sofort gehandelt. Die Klinikabteilung ist auch bei uns in der Nacht auch tätig und auch rund um die Uhr beschäftigt. Ne? Von der Südseelagune geht es in die Shoppingzone, denn Valeri Zorin ist für die gesamte Anlage verantwortlich. Besonders wichtig die Sicherheit der Gäste. Dazu gehört auch das Checken der Fluchtwege. Mit einer App protokolliert er die Ergebnisse für sein Team. Das ist jetzt meine nächste Einlaufstelle gewesen, Boulevard. Und ich war jetzt bei dem Punkt, wo jetzt die Fragen aufgeploppt sind. Unter anderem, wie ob Fluchtweg frei ist, weil als Betreiber muss man natürlich gewährleisten, dass auch für die Gäste im Falle eines Falles auch mal Möglichkeit ist zu fliehen. Und deswegen Fluchtwege müssen frei sein. Aber auch alarmgesichert, dass auch Unbefugte nicht einfach mal das missbrauchen. Zu diesem Zeit, in diesem Augenblick, ist hundertprozentig Verkehrssicherheit hergestellt. Und da machen wir jetzt amtlich. Falls etwas nicht funktioniert, sendet Valeris App die Meldung an seine Kollegen aus der Technik, die sich dann sofort um den Schaden kümmern. Doch nicht nur das Handy ist für Valeri Zorins Arbeit enorm wichtig, auch das Funkgerät ist immer mit dabei. Funkgerät, es muss sein, weil es ist sehr weitläufig hier bei uns im Unternehmen. Und um sofort erreichbar zu sein für jeden Mitarbeiter. Wenn es jetzt irgendwelche Unstimmigkeiten zwischen den Gästen gibt und Security bräuchte sofort einen Rat von mir oder Entscheidung von mir, dann haben die auch Möglichkeit, sofort mit mir per Funk zu kommunizieren und wird eine Entscheidung auch gleich getroffen von mir. Die Urlaubsatmosphäre täuscht. Der Chef vom Dienst ist in ständiger Alarmbereitschaft. Wenn Funk anspringt, natürlich, man schenkt besondere Aufmerksamkeit, weil es kann auch um Notfall handeln. Ja? Dass es vielleicht auch ein Gast Hilfe braucht oder Mitarbeiter. Egal ob randalierende Gäste oder streikende Technik. Bei Valeri Zorin laufen alle Fäden zusammen. Was wird ihn in dieser Nacht erwarten? In einer Großstadt wie Berlin zirkulieren Millionen Kubikmeter Wasser. Entsprechend wichtig ist der Abwasser- und Stördienst.
Er überwacht die Kanäle und Pumpwerke und sorgt bei einer Störung auch mitten in der Nacht für Abhilfe. Denn das Abwasser muss jederzeit ungehindert zu den Klärwerken abfließen können. Sonst geht in Berlin nach kurzer Zeit nichts mehr. Hallo, die Leitzentrale Schwarz. Ja, hallo. Ich hätte eine Störung für euch. Genau, Elektrokreise 3. Vermutlich wieder verstopft. Alles klar, ich danke euch. Wiederhören. Hier kommen Störungen an, wenn in den Maschinen oder in den Pumpwerken selber irgendwelche Störungen sind. Hier werden auch hergemeldet Rohrbrüche. Auf diese müssen wir reagieren und müssen den Stördienst entsprechend dorthin schicken zum Abarbeiten. Was vielen der Millionen Berliner nicht bewusst ist, die Abwasserkanäle und Druckleitungen ihrer Stadt sind fast 11.000 Kilometer lang. Wir sind relativ unsichtbar für die Bevölkerung, weil jeder Bürger ist zufrieden, wenn die Toilettenspülung geht. Über die nachfolgenden Ereignisse weiß kaum jemand was. Und das ist eigentlich auch ein großes Ärgernis für uns öfters, weil Sachen durch die Toilette gespült werden, die einfach da drinnen nichts zu suchen haben. Und es ist bequem, es ist weg, aber es macht Probleme, die hinterher dann auftreten. Und die bedeuten für uns auch massiv Arbeit. Und das rund um die Uhr. Gegen 21.30 Uhr tritt Jens Heißler seinen Nachtdienst an. Er ist Schichtmeister bei der Kolonne Nord und wird seinen Einsatz heute zusammen mit 4 Kollegen bestreiten. Mit dem Leiter der Vorschicht macht er eine kurze Übergabe. Guten Abend, Michi. Hallo jetzt, meine Sonne. Was liegt an? Was war gewesen? Wir haben für euch eine Schaltung übrig gelassen. Okay. Gut. Danke ich dir. Dann machen wir einen schönen Feierabend. Das, genau. Gut. Komm gut nach Hause. Macht's gut. Okay. Tschüss, Michi. So, Jungs. Wir haben eine Schaltung. So, dann schauen wir uns mal die Schaltung am Druckerplan an. Na jo. Störungen werden sofort behoben. Wie so oft bleibt wenig Zeit, um eine Kettenreaktion zu verhindern. Wichtig ist ja, wenn jetzt zum Beispiel Störungen auftreten im Pumpwerksbereich, dass der Ablauf von den Abwasser, was ja aus den Wohnungen kommt und zu den Pumpwerken hinläuft und dann von den Pumpwerken zum Klärwerk gefördert wird. Wenn da eine Störung ist, das heißt ja dann, der Ablauf ist gestört, praktisch die Wohnungen können kein Abwasser mehr abgeben, weil es wird ja nicht weitergepumpt. Und wir müssen dann gleich da sein, dass die Förderung zum Klärwerk gewährleistet wird. Das muss schnell gehen, weil, wie gesagt, sonst dürfen die Menschen nicht mehr auf Toilette, dürfen die Waschmaschine nicht mehr anmachen und dann haben sie ein Problem. Und dafür sind wir da. Am sogenannten Druckrohrplan wird entschieden, wie das Problem gelöst werden soll. Ja. Den zu, den auf. So, wenn wir jetzt rübergehen, funktioniert das so nicht. Nee, wir müssen nämlich hier oben auch nur zumachen. Dann drehen wir 3 Schieber für 2 Stunden. Jo. Na, dann machen wir das. Auf geht's. Plan fertig. Plan fertig. Wir haben ja, der Druckerplan ist auch da, welche Schieber offen sind und welche Schieber zu sind, um zu wissen, wo das Wasser langläuft. Und wir machen jetzt eine Umstellung. Das heißt, wir machen einen Schieber zu, einen anderen auf. Das heißt also, die Förderrichtung wird auch geändert. Und das haben wir beide denn jetzt besprochen, wie der Ablauf ist. Es geht los. Jens Heißler und sein Kollege Mario Lehmann machen sich abfahrbereit, um die Störung zu beheben. Auf den Nachtdienst muss ich mich darauf einlassen. Wenn man dann so sonntags ist, Familie, und dann, man muss dann 21 Uhr losgehen. Das ist dann so ein Ablauf, der manchmal ganz schön schwierig ist. Und desto älter man wird, desto schwieriger wird es. Glücklicherweise habe ich noch keine Schlafprobleme, aber ich kenne Kollegen, die haben es. Das ist halt dann auch die körperliche Belastung, ist nicht zu unterschätzen. Und los. Ein Noteinsatz beginnt. Anders als auf Routinefahrten, denen zum Beispiel Baustellen kontrolliert oder Rohre entlüftet und gereinigt werden, muss es jetzt schnell gehen. Nun bin ich mal gespannt, ob wir ans Pumpwerk kommen, wa? Wenn nicht, bleiben wir auf der Straße stehen, machen Blaulicht an, Warnblinker und gehen ins Pumpwerk rein. Am Berliner Westen
Flughafen verlädt Peter Methke tonnenschwere Hochseecontainer. Mitten in der Nacht ist Konzentration gefragt. Man muss wirklich speziell darauf aufpassen, dass man wirklich die Übersicht behält und weiß, wo man die Container, wo man Container abgestellt hat. Weil man gibt es ja auch ins System ein und steht der Container letztendlich nicht dort, wo man den eingetragen hat, dann geht die große Suche dann natürlich los. Ne? Das ist natürlich ganz wichtig. Jetzt kommt gerade ein LKW, wie ich gerade erzähle. In der Nachtschicht kommen Shuttlefahrer, LKW-Fahrer, die Container bringen, entweder voll oder leer Container, die wir abnehmen und auch einlagern und wir geben auch Container raus an die LKW-Fahrer und die fahren ihre Runde quasi hier zu den Kunden dann hier und bringen die Container dorthin. So, wenn ich den Container abgestellt habe ins Feld, dann nehme ich ihn aufs System raus und dann ist er quasi bei uns eingebucht. In dem Fall haben wir jetzt 28 Tonnen im Container drin. Zeigt die Waage an. Ja. Ich bin gelernter Maschinist für Wärmekraftwerksanlagen. Habe ich in meiner Heimatstadt in Schwedt-Oder gelernt. Das heißt also Kraftwerker. Also in einem Industriekraftwerk. Kann ich nicht sagen. So, jetzt war der. Ja, jetzt ist der Zug entladen komplett und jetzt fange ich an, den Zug zu beladen. Ja, da habe ich mich voll. Etwa 600 Züge mit Hochseekontainern aus Hamburg oder Bremerhaven kommen hier jährlich an. Der Inhalt reicht von Industriegütern über Autos bis zu Hausständen von Auswanderern. Sie alle werden für den Weitertransport per LKW umgeschlagen. Auf den Wagen sind jetzt diese vier Eckpunkte sozusagen, wir nennen das Nippel. Und da muss der genau aufgestellt werden, der Container. Hat ein bisschen was mit Treffsicherheit zu tun. Man hat dann auch das Gespür dafür, man merkt, wenn er reinrutscht oder wenn er raufrutscht. Jetzt. Er geht so ein klein bisschen hin und her. Wenn man sich zum Beispiel nicht sicher ist, dann kann man den noch mal ganz klein bisschen leicht anheben und geht mal hin und her. Wäre jetzt nicht auf den Punkten drauf, würde er wegrutschen. Macht er nicht, also ist er drauf und fertig. Den Container, den ich aufgestellt habe, streiche ich jetzt auf der Liste einfach weg. Also im Laufe meiner Berufsjahre war ich in vielen Produktionsbetrieben, wo verschiedenste Produkte eben verarbeitet wurden oder tätig. Also von Pharma bis Lebensmittel bis zur Leiterplattenproduktion, kommissioniert, wie gesagt, alles solche Schichten, Soßen abgefüllt. Tabletten verpackt, alles Mögliche. Im Stahlwerk Hennigsdorf, auch so die Stahlbranche habe ich kennengelernt, also solche Sachen. Hier bei Behala, ja, also da bin ich froh, dass ich damals im September 2017 hier genommen wurde und hier eigentlich auch zeigen kann, dass ich das hier gerne mache und dass ich eigentlich auch, denke ich mal, das gar nicht schlecht mache, aber wie gesagt, das ist immer eine Ansichtssache. Was hier tagtäglich passiert, ist genau das, was mich interessiert. Kran fahren, Stapler fahren, Container hier hin und her fahren, hin und her bewegen. Ja, also da hätte ich nicht gedacht, dass ich sowas nochmal mache. Nach gut 4 Stunden Arbeit ist Zeit für eine erste Pause. Ihr tankt ja auch alles, ja. Viel Spaß. Freizeitressort Tropical Islands wird ebenfalls in der Nacht gearbeitet. Für die Sicherheit der rund 1000 Gäste in dieser Nacht ist Valeri Zorin verantwortlich. Er ist auf dem Weg zum Mangrovensumpf, denn dort leben Tiere, die manchmal in den Gästebereich ausbüchsen. So, die Flamingos schlafen schon und sind auch vollzählig. Alle 10 sind da. Die gehören zu unserem Haus, sind Bestandteil von uns, gehören zur Familie und waren 10, sind 10
Und ich glaube, die können sich nur vermehren. Hoffen wir, dass die mehr werden. Aber 10 haben wir bekommen, bisher bleiben die immer zu 10. Wenn einer fehlen würde oder würde, würde ich mir auf jeden Fall Kopf zerbrechen. Da werde ich Security alarmieren und dann werden wir vielleicht mal auch mal ein paar Taschen kontrollieren, ein paar auffällige große Taschen. Auch die rund 50.000 Pflanzen des größten Indoor-Regenwaldes der Welt hat Valerie Zorin immer im Blick. So, 3 Stück hängen noch. Sehr gut. Bio-Banane. Richtige Bio. Auf Bananensieben machen wir keine Jagd, weil es Naturprodukt wächst wieder nach. Man soll einfach mal die Pflanzen nicht zerstören. Aber wenn man Früchte erntet, ist okay. Rund 7 Kilometer legt Valerie Zorin pro Rundgang zurück. So oft wie möglich tauscht er sich mit seinem Team aus. Eine wichtige Rolle spielt die Security. Hi Jochen. Sei gegrüßt. Grüß dich, Valerie. Und? Wie sieht's aus? Keine Auffälligkeiten im Umkleidebereich. Wer ist heute im Dienst mit dir? Der Andy und die Jane. Und Umkleide, sagst du, alles gesaved? Alles safe. Keine auffällige Personen? Nein. Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Haben wir irgendwelche Gruppen, die irgendwie laut sind oder ein bisschen mehr über Durst getrunken haben? Heute nicht mehr. Also weil ich bin jetzt auch schon auf meinem Rundgang, also musste auch nichts Negatives feststellen. Also wir haben brave Gäste. Ja. Also das ist, ich denke mal, es wird sehr ruhige Nacht sein, friedliche Nacht, so soll es sein. So soll es sein, genau, alles klar. Bis dann. Gerne. Die Security haben wir nicht umsonst, das sind Fachleute in ihrem Gebiet. Und beim Check-in, wenn die Gäste bereits begutachtet und man kann schon mal den Dance ein bisschen erkennen, ist es jetzt größere Gruppe, dass es nicht ausartet. Und dafür haben wir Fachleute, die auch in dem vorgegebenen Rahmen auch handeln müssen, auch dürfen. Auch der Außenbereich liegt in der Verantwortung des Chefs vom Dienst. Einige Becken werden in der Nacht geleert, aber nicht alle. Valerie Zorin muss sich deshalb auch um die Überwachung des Nachtbadeverbots kümmern. Für die Überraschung, die ihn jetzt erwartet, sind aber nicht die Gäste verantwortlich. Oh. Erstmal Schrecksekunde. Rolltor auf Wasser im Becken. Muss erstmal Wassertechnik anrufen, Kevin, und fragen, was hier los ist. Kevin, grüße dich. Ich bin's, MOD Valeri. Ich bin gerade auf meinem Rundgang in Amazon-Einstiegsgebäude und musste ich feststellen, dass White River Rolltor ist geöffnet, nicht verschlossen, Wasser ist im Becken. Was ist passiert, mein Gutster? Wir haben nur Frosttemperaturen außen. Der Frostschutz hat ausgewirkt. Ah, okay. Okay, super. Na, wunderbar. Weiß ich Bescheid. Wenn es denn fertig ist, wie du schon sagt es circa nach einer halben Stunde, sag mir bitte nochmal Bescheid, ja? Alles klar. Okay, danke dir, Kevin. Bis dann. Jo, tschüss. Die Wassertechniker haben den Strömungskanal mit Absicht in Betrieb genommen. Valerie Zorin schaut zur Sicherheit nach, ob sich auch niemand in der Nähe des Kanals aufhält. Wassertechnik Kevin hat eine Meldung bekommen, dass der Beton im White River Kanal hat sich etwas ausgekühlt und jetzt jagt da warme Wasser über diesen Kanal und für eine halbe Stunde wird das dann erwärmt und es ist dann eine halbe Stunde auch beendet, die Aktion. Ja. Das warme Wasser bewahrt den Beton vor dem Auskühlen. Denn werden die Temperaturunterschiede zu groß, wird die Oberfläche mit der Zeit brüchig. Jens Heißler und sein Kollege von den Berliner Wasserbetrieben sind unterwegs zu einem Noteinsatz. Ein sogenannter Schieber muss umgestellt werden. Zurzeit fließen Millionen Liter in das falsche Klärwerk. Wo stellen wir uns erstmal hin, Mario? Fahren wir erstmal in die eine Spur und machen dann erstmal einen Überblick? Na, entweder halten wir Feuer an, warten auf die anderen Binnen, naja, oder wir stellen uns gleich hin. Naja, da ja die Osloer der Autobahnzubringer ist, müssen wir da ein bisschen aufpassen. Der Vorteil ist, dass es Nachtschicht ist und nicht Spätdienst. Viele werden auch jetzt schon schlafen. Ja, wollen wir hoffen. Um eine
Kettenreaktion in den Kanälen zu verhindern, muss es schnell gehen. Wir sind die Dienstgruppe mit Sonderrechten. Und Sonderrechte heißt Ernstfall, Notfall oder halt so wie wir jetzt hier im Straßenbereich, ist auch die eigene Sicherheit. Um dass die Menschen auch sehen, optisch, hier ist irgendwas. Natürlich auch, wenn jetzt ein Schaden ist oder wenn jetzt irgendwelche Pumpwerksschäden sind oder Notfälle sind. Und wir sind praktisch oben in Pankow und haben einen Einsatz in Spandau. Das kann ja sein, dass es dann am Tag 3 Stunden dauert. Dann ist das Pumpwerk abgesoffen, auf Deutsch gesagt. Und dadurch haben wir Sonderrechte. Im Prinzip dasselbe wie Feuerwehr, Polizei. Die Kollegen sind an der Störstelle angekommen. Nun heißt es, den richtigen Rohrschieber zu finden, um das Wasser umzuleiten. Das haben wir uns angefertigt, dass wir genau wissen, was für einen Schieber wir drehen. Weil ja jeder Schieber hat eine Nummerierung. Das heißt, fängt bei 1 an und hört natürlich stufenweise auf. So, wir schieben ja 310, 312. Das ist nochmal so eine Rückversicherung, dass es der ist. Als anderen Hinweis haben wir hier Schilder. Da ist die Entfernung drauf. Und um das mal, ja, auch den richtigen Schieber drehen. Und ich habe den richtigen getroffen. Dann müsste jetzt der andere 312 sein. Das müsste er sein hier. Ne? Ja, ja. Checkpot. Ist er. Den machen wir jetzt auf und den machen wir jetzt zu. Das ist ein Schieberdrehgerät, das vereinfacht uns, einen Schieber zu drehen. Früher sind wir wirklich per Hand schön rumlaufen. Jetzt haben wir hier einen wunderbaren elektrischen Antrieb, der das wirklich vereinfacht. Das ist eine Abwasserdruckrohrleitung von der Dimension von 750 Durchmesser. Also ist jetzt wir sperren die jetzt durch den Schieber. Kann man sich vorstellen, als ob man einen Wasserhahn zumacht. Da kommt er. 83 haben wir. So, mal, der Schieber ist zu. Und dann setzen wir den rüber. Drehgerät rüber, wa? Na, machen wir. So machen genau wir so. Der erste Einsatz ist geschafft. Der Schieber wurde umgestellt und das Wasser erfolgreich umgeleitet. Gut. Ja, grüße dich, Dienste Nordheißler. So, die Schaltung ist beendet. Go, go, du darfst wettern. Gib alles. Okay, tschüss. Noch auf dem Weg zurück in die Zentrale bekommen Jens Heißler und sein Kollege den nächsten Einsatz zugeteilt. Es gibt Nächte, in denen kaum Zeit für eine Pause bleibt. Ja, Dienste Nordheißler, wunderschön. Okay, was hast du für eine Störung? Okay, Abwasserpumpwerk Reinickendorf 2. Alles klar, Förderstromabweichung. Jo, wir übernehmen. Ich melde mich denn vor Ort, ja? Ciao. Mario, Einsatz. Und weiter geht es. Eine Pumpe im Abwasserwerk des Bezirks Reinickendorf ist defekt. Na, Dirk? Ja. Haben wir Pause endlich, wa? Ja. Ja, haben wir geschafft. Erst ein Käffchen erstmal und dann was essen und dann. Also, ich bin schon ganz schön müde. Also, ach ja. Ja. Du nicht? Ach nee, überhaupt nicht. Nee. In den Pausen wird über alles Mögliche gesprochen. Nicht selten geht es dabei um die Auswirkung der Nachtschicht aufs Privatleben. Da kommt ja nur eine Frau. Naja, die ist daran gewöhnt, also die kennt das schon.
mache ich ja auch jahrelang schon. Und ja, sie hat immer die niedliche Angewohnheit, immer wenn ich Nachtschicht habe, dann schläft sie, kann ich bis heute nicht nachvollziehen, immer statt im Schlafzimmer, immer vorne auf der Couch. Aber macht sie schon immer so. Wenn ich jetzt zur Nachtschicht bin, schläft sie immer vorne auf der Couch. Sie sagt einfach, für sie ist das irgendwie angenehmer, dann irgendwie dann alleine da vorne. Da läuft der Fernseher dann und dann schläfst du dabei ein. So, wollen wir mal was essen, wa? Kommst du gleich hin? Okay. Adam ist ja schon drin, wa? Tür ist offen, ja. Gut, okay. Adam ist drin. Käffchen. Oh, warte, ich hab's nie heute schönet. So, mal gucken kurz. Ah, so leer. War gestern Abend schon, ne? Haben wir wieder nicht abbekommen von. So. Okay. Ach, Stullen. Mehr nicht. Meine Frau macht mir die Stullen nicht. Nee. Mal, ganz selten. Gibt doch mal Tage, da macht sie das aber. Schnell geschmiert. Fertig. Die sagt, ich bin schon groß. Kann ja alleine. Gut. Nee, eigentlich denkt man ja nicht weiter groß drüber nach. Denn wenn man nach Hause kommt, dann schalte ich eigentlich irgendwie ab. Klar, man spricht mal darüber, vielleicht mit meiner Frau oder so. Aber ansonsten eigentlich nicht. Nö. Ja, also ist jetzt nicht so, dass ich sage, ach, das war ja heute wieder scheiße oder so eine scheiß Arbeit oder so. Nee. Das ist eigentlich, mir macht das ja Spaß. Und wie gesagt, das ist anders als in anderen Unternehmen, wo ich schon war. Also hier, wie gesagt, hier finde ich das schon gut, was ich mache. Und rede da auch ziemlich, naja, wie sagt man, also gut darüber, weil ich das gerne mache und so. Ne? Und dann spreche ich auch mit meiner Frau darüber und erzähle das manchmal ein bisschen euphorisch, aber naja. Naja, sie. Ja. Vielleicht erzähle ich ihr auch ein paar Dinge, die sie vielleicht in dem Moment nicht wissen möchte, aber weil ich ihr mitteilen möchte, dann erzähle ich sie einfach. Nach der Pause geht's wieder raus aufs Gelände. Wir haben hier die Sache, dass wir diese gestellten Container eben auch vor Sturm sichern müssen. Und dann müssen wir natürlich ein bisschen runterbauen, dass eben der Wind nicht diese Angriffsfläche hat. Ja. So, jetzt löse ich hier die Laschung, die Sturmsicherung sozusagen, damit ich denn die Container, die ich dort oben jetzt mit dem Spreader jetzt aufgenommen habe, dann eben absetzen kann. Ohne Laschung jetzt ein Turm, der so dasteht, ist schon ein bisschen grenzwertig. Also könnte passieren, dass da die Container eben kippen, runterkippen können durch den Wind eben, kann passieren. Ne? So, jetzt muss ich die runterheben. Mit dem Leercontainerstapler können bis zu zwei der 12 Meter langen 40-Fuß-Container gleichzeitig bewegt werden. Gesamtgewicht knapp 8 Tonnen. Ein Teil der Leercontainer wird auch zum Abtransport per LKW vorbereitet. Also ich habe jetzt im Prinzip, habt ihr ja gesehen, das Feld 55 habe ich runtergebaut, ja. Und somit quasi vor Sturm geschützt oder dass er nicht umkippen kann. So, jetzt gebe ich einen Leercontainer an einem LKW heraus. Jetzt fahre ich rückwärts bis an die Gleise und der Kollege kommt jetzt angefahren. Und wir stimmen uns jetzt ab mit dem Hupen. Dann fährt man schon ein bisschen schnell. Ah, doch, mal. Fahren wir noch ein Stück vor. Ein kleines Stück noch. Jetzt guckt der Kollege sich den Container von innen noch mal an, ob der sauber ist oder ob der eine Beschädigung hat. Wissen wir ja alles nicht, oder guckt er jetzt erstmal nach. Eigentlich dürfte er nicht haben. Musik
Okay, Licht aus. Ja, dann fahren wir erstmal rüber. Ja. Die letzte Aufgabe von Peter Methke ist die Kontrolle des von ihm und seinem Kollegen beladenen Zug. Mit 44 Containern fährt er heute Nacht noch nach Bremerhaven. Also ich kontrolliere jetzt den Ausgangszug, also den beladenen Zug, der jetzt wieder rausgeht aus dem Terminal. Ob die Container alle richtig draufstehen auf den Wagen, ob sie die richtige Bezeichnung haben, ob sie richtig auf den Nippeln stehen. Also die müssen richtig auf dem Zug draufstehen. Also da muss man kontrollieren, damit der Zug dann auch wieder an die Bahn übergeben werden kann. Ansonsten darf er nicht raus. So, und jetzt fahr ich erstmal weiter. Muss natürlich auch schauen, ob die Container auch in dem Fall, ob die Bezeichnung stimmt, High Cube oder Box. Muss ich auch überprüfen. Nur der nächste Wagen. Das ist jetzt die 0847. CLRU 893 291.8. Okay, Moment, ich komm gleich rüber, ja? Ja. Wenn ich jetzt nach Hause komme, dann sammle ich meine Frau ein, weil die ist schon wach. Und dann fährt sie zu ihrer Nebentätigkeit. Ich gehe dann schlafen. Also ich setze sie dann ab und fahre nach Hause und lege mich in den Schlaf. Und danach werde ich mit ihr zusammen noch den Nachmittag genießen. Tropical Island südlich von Berlin übernachten heute rund 1000 Gäste. Von der aufwendigen Technik im Hintergrund, die Tag und Nacht läuft, bekommen sie nichts mit. Chef vom Dienst, Valeri Zorin, ist auf seinem Kontrollgang im unterirdischen Herzstück des 35.000 Quadratmeter großen Außenbereichs angekommen. Er will sich beim Wassertechniker erkundigen, ob alles in Ordnung ist. Ah, Kevin, da steckst du. Grüß dich. Hallo. Und, alles klar? Jo. Wir befinden uns gerade in Technikerräumen. Von hier werden unsere Becken gesteuert, Wasseranlagen, Heizunganlagen, alles was so jetzt mit Technik zu tun hat, wird aus unterirdischen Technikerräumen natürlich dann auch bedient und gewartet und gepflegt. Nichts zu meckern. Alles gut. Alles und ganze Wartungsarbeiten hast du auch schon abgeschlossen. Genau, ja. Ne? Das ist zum Schichtbeginn. Zur Schichtbeginn das. Genau, dann zur Mitte der Schicht. Alles erledigt ist, falls noch andere Störungen kommen sollten. Wie viele Schwimmbrillen habt ihr aus dem Filter rausgezogen? Heute waren es bloß wenige. Wenige? Ja, ja, bloß drei Stück. Drei Stück. Mhm. Große Scheine, Geldscheine? Nee, leider nicht. Wenn, dann hätte ich sie schon mitgepackt. Nee, letztes Mal habe ich geguckt, da waren nur so Slots und Jackets. Ja. Das meiste findet man bloß Haare oder irgendwelche andere Sachen. Okay. Sehr gut, danke dir, Kevin. Ja, dann, falls wir uns nicht mehr sehen, schönen Feierabend. Und dann bis zum nächsten Mal. Alles klar, dann spätestens bis morgen. Genau. Tschüss, tschüss, Kevin. Der Feierabend naht. Doch wie bei so vielen Jobs wartet jetzt noch die Büroarbeit. So, Feierabend bald. Der Rundgang muss dokumentiert werden, damit die Ereignisse nachvollzogen werden können. So allein im Büro zu sein, jetzt ist es gar nicht mal so verkehrt. Man hat seine Ruhe. Jetzt kann ich auch meine Gedanken schleifen lassen und mich auf administratives Teil konzentrieren. Und werde nicht von Nachbarn abgelenkt mit Telefonat oder Funkspruch. Hat auch seine Vorteile. Heute war ein sehr ruhiger Tag. Mitarbeiter waren zufrieden, Gäste waren zufrieden, technische Einrichtung hat auch 1A funktioniert. So muss es sein, am besten jeden Tag. Um 7 Uhr morgens endet die Nachtschicht für Valeri Zorin. Während andere zur Arbeit fahren, macht er sich auf nach Hause. Ich liebe meine Nachtschichten, weil vom Menschtyp bin ich eine Eule und dieser Verantwortungsgrad, der in der Nacht steigt, ist auch genau meins. Ich möchte nicht mit Tagesschicht tauschen. Das ist meins, Nachtschicht. Am nächsten Tag um Punkt 23 Uhr beginnt für Valeri Zorin die nächste Schicht. Während sich die ersten aufwachenden Gäste auf den Badetag freuen, freut sich Valeri Zorin auf ein paar Stunden Schlaf.
Zeisler und sein Kollege vom Entstörungsdienst der Berliner Wasserbetriebe sind auf dem Weg zum nächsten Einsatz. Eine Abwasserpumpe läuft auf Störung. Was ist die Ursache? Wir sind jetzt hier in einem Abwasserpumpwerk und hier ist eine Störung aufgelaufen, dass höchstwahrscheinlich eine Pumpe verstopft ist. Und dem gehen wir jetzt nach. Also wir schauen jetzt, was mit der Pumpe ist. Und wenn sie verstopft ist, dann entstopfen wir sie wieder oder schauen, was generell ist. Das ist genau meine Höhe. Jetzt bin ich so unter Druck. Und los. Jo, jetzt sieht gut aus. Berührungsängste darfst du nicht haben. Das ist unser Job. Ich rieche auch lieber gern Rosenduft, aber es ist auch nicht alltäglich. Also ich renne ja nicht jetzt 8 Stunden. Da zum Beispiel habe ich Respekt, die auf dem Klärwerk arbeiten, die haben 8 Stunden mit so einer Sache zu tun. Ich meine, wir sind immer nur, wenn wir eine Pumpe öffnen, haben wir damit zu tun. Mach auf! Das Öffnen der Pumpe löst ein Alarmsignal aus. Ist für uns als Sicherheit, dass die Alarmkette funktioniert und die in der Leitzentrale wissen auch Bescheid, dass wir an der Pumpe sind und arbeiten. Noch ist nicht klar, wo die Ursache für die Verstopfung liegt. Jens Heißler macht sich auf die Suche. Pumpe ist frei. Da ich nichts gefühlt habe, und aber sich Feststoffe in den Rad reinquetschen haben können, dann gucke ich mal mit dem Fotoapparat nach. Um zu sehen, ob da Feststoffe im Laufrad hängen. Da hängt was. Da an der Seite. Das ist das normale, saubere Gehäuse und da an der Ecke hängt es. Das hat sich in die Schleißwand reingedrückt. Ich versuche es rauszuholen. Wenn wir kein Glück haben, wird die Pumpe außer Betrieb genommen und muss morgen TS ran. Dann versuch. Du hast die zarten Hände, du kommst besser in die Ecke. Ja. Das hängt fest. Gib mir bitte nochmal ein Fotoapparat. Die Tasche. Das war nur ein Futzel. Alles gut. Machen wir zusammen und machen einen Probelauf. Ich glaube, das war's. Mal wieder zu. Jens Heißler konnte Ablagerungen lösen. Ob die Pumpe wieder anspringt? Wollen wir mal sehen, ob wir alles richtig gemacht haben. Klar. Pegel ist da. Komm, Baby, komm. Sie läuft nicht an. Sehr schön. Hat sich ein bisschen gehabt, das Mädchen. Wollte bestimmt gestreichelt werden. Alles im grünen Bereich. Wunderbar. Ja. Ja, Dani, ich bin's hier aus Reihe 2. So, wir haben E-Kreisel 3 aufgemacht. War ein bisschen Fusel drin, aber ansonsten alles schick. Ja? Ja, wir haben gerade Probelauf, läuft alles super. Ciao. Das ist das Normalste der Welt, dass alles funktioniert. Nachts um 12 Uhr eine Störung. Wer rückt aus? Wir. Wir sind immer da, rund um die Uhr sind wir da. Die Nachtschicht war eigentlich super. Also es ist glücklicherweise keine Katastrophen passiert. Und ich bin guter Dinge. Ist gut gelaufen heute.